endlich mal wieder Zeit für eine schöne Runde Roblox zusammen mit meinem besten Freund Karl. Dann öffnen wir mal... Hä? Was ist das? Hast du schon deine Hausaufgaben gemacht? Och, nö. Nein, und Roblox schließen. Ja, mach ich gleich. Gar keine Lust, ey. Daniel muss ja noch Hausaufgaben machen, ne? Ich kann ja schon mal eine Runde Roblox spielen. Einfach mal ein bisschen zocken. Okay. Mama, Papa, ist das euer Ernst? Jetzt wirklich? Wie ist das möglich? Eine Mitteilung über Roblox? Ich muss doch Müll rausbringen, mein Zimmer aufräumen und dann erst darf ich Roblox spielen? Wieso denn? Warum müssen unsere Eltern Roblox spielen und so? Ja, ich mache es ja. Toll. Oh, Kahn, endlich. Ich habe alle meine Hausaufgaben fertig gemacht. Das heißt, ich darf jetzt eigentlich den Rest des Tages Roblox spielen. Gut so. Ich habe auch den Müll rausgebracht, ich habe mein Zimmer aufgeräumt und jetzt sollten uns unsere Eltern eigentlich nicht mehr nerven. Es sei denn, sie haben irgendeine Idee mal wieder. Also bitte, bist du jetzt schon am Zocken oder wie sieht's aus? Ich gehe gerade bei Tower of Hell rein. Du kannst mir gleich nachschauen. Ich brauche jetzt auch mal eine Runde Tower of Hell. Ich muss einfach mal runterkommen jetzt, ganz ehrlich. Oh, ich drehe durch. Ich drehe durch! Was? Komm rein bei Tower of Hell. Kommt das bei dir auch? Ploppt das bei dir auch auf? Ey, ist das jetzt deren Ernst? Ist das jetzt wirklich deren Ernst? Echt jetzt? Ein Timer? Ein Timer, wie lange wir noch Roblox spielen dürfen? 2 Stunden? Sag mal, haben wir hier Kindersicherung drin oder was? In 2 Stunden jetzt dürfen wir noch 2 Stunden Roblox spielen und dann... Warte, stopp. Steht bei dir auch, dass der PC dann ausgeht? Ja, steht bei mir auch. Danke, danke. Super. Ich habe mir diesen PC mit meinem Taschengeld gekauft und jetzt geht der selber aus? Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja, Wer hat das erfunden, dass unsere Eltern auf Roblox sind? Hä? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen, wir nutzen die zwei Stunden. Ich krieg zu viel. Mann, Mama! Ja, lass uns schnell zocken. Also 2 Stunden sind schnell um. 2 Stunden, wirklich 2 Stunden nur Roblox spielen. Das ist viel zu wenig eigentlich. Krieg ich echt zu viel. Immerhin. Ja gut, weißt du, du kannst das wenigstens, aber ich schaffe in, keine Ahnung, 2 Stunden vielleicht einen halben Tower of Hell oder so. Ja, aber du musst halt üben. Meine Adopt-Me-Pets, die kann ich auch nicht großziehen in 2 Stunden. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. So. Aber bisher geht's eigentlich. Ja, ich bin auch... Also ganz ehrlich, solange uns unsere Eltern nicht nerven, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ey. Ja, oh. Wir haben ja jetzt... Warte, warte, stopp, stopp. Och nein. Was denn? Du weißt gerade nicht, was passiert ist. Was? Weißt du, du brauchst keine Angst vor so Cheatern oder Scammer oder Hackern haben. Brauchst du wirklich nicht. Du solltest Angst vor deinen Eltern bei Roblox haben. Weißt du wieso? Ich bin gerade bei Tower of Hell gestorben. Da bekomme ich eine Nachricht, wirklich eine automatische Nachricht, wo drinne steht, mein Schatz, du schaffst das. Du bist der Beste, hab dich lieb. So. Warum kommt so eine Nachricht? Warum kommt so eine Nachricht bei Roblox? Ich will doch einfach nur in Ruhe Roblox spielen und keine Nachricht von meinen Eltern bekommen. Unsere Eltern hätten niemals, wirklich niemals Roblox übernehmen sollen. Nie, nie. Das war die schlimmste Sache, die jemals passieren konnte. Wer hat das überhaupt erfunden? Wer hat das erfunden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, Kahn. Jetzt schon wieder. Jetzt kommt schon wieder eine Nachricht. Ja, dann werde ich mir... Oh, jetzt bin ich auch gestorben. Du schaffst das schon, Mäuschen. Oh, Mäuschen, ist ja klar. Ja, also Tower of Hell war ja jetzt nicht so erfolgreich. Können wir bitte ganz ruhig jetzt Brookhaven noch die restliche Zeit spielen? Bitte, bitte. Oh, ich hoffe, hier werden wir nicht genervt. Weißt du was, ich brauche jetzt einfach mal... Können wir ein bisschen Roleplay bitte machen? Ich will jetzt einfach nur ein bisschen zocken, okay? Ja, kann ich verstehen. Ich will Polizistin sein heute. Ich will... ich will in der Eisdiele arbeiten. So. Ich mach mal erstmal die Lichter an. Also wenn du ein Eis haben willst, kannst du gerne in der Pause vorbeikommen, ne? Ja, danke schön. Aber dafür muss ich ja erstmal hier arbeiten. Sag mal, sind die auch bei Brookhaven dabei? Sind die überall bei Roblox? Also, können die uns nicht einfach in Ruhe spielen lassen? Weißt du, ich habe jetzt folgende Nachricht bekommen. Ich habe mich ja jetzt hier als, ich arbeite ja jetzt hier in der Eisdiele, ne? Ich bekomme die Nachricht von meiner Mutter. Ich dachte, du wolltest immer Lehrer werden, ne? Lern doch ein bisschen mehr. Wow. Dann kannst du auch was erreichen. So, wo ich mir denke, hey, ich möchte aber hier arbeiten. Und warum mischt sie sich jetzt in diesem Spiel ein? Tanja, warum macht sie das?
Alter, okay. Ich nehme mal meinen Job bei der Polizei. Sag nicht, du hast auch was bekommen. Der Job ist zu gefährlich, Tanja. Kannst du nicht lieber in der Bücherei arbeiten? Oh. Wollt ihr eigentlich, dass wir wirklich langweilige Jobs haben? Wahrscheinlich. Nein, Mama, danke. Ich lasse es sein. Ich möchte hier gerne arbeiten. Ich finde das toll. Hier gibt es überhaupt sonst Eis für mich. Zum Beispiel Bubblegum. Ja, schnapp dir eins. Ja. Geburtstagskuchen-Eis. Besseres gibt's auch nicht gerade. Oh, kannst du uns nicht einfach in Ruhe lassen? So. Eigentlich wollten wir uns hier treffen. Ich glaube schon. Vielleicht setze ich mich einfach mal ins Feuer. Ich meine, ich kann ja schon mal das Feuer vorbereiten, so ein bisschen. Ne? Ist ja Date. So, und... Was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Kriege ich jetzt hier Dating-Tipps von Mama? Nur weil ich mich hier ans Feuer gesetzt habe? Hallo, woher weiß sie das? Und... Warum weiß das meine Mutter schon wieder? Hä? Ist das so typisch, wenn man hier beim Lagerfeuer ist? Hä? Vielleicht habe ich gar kein Date? Vielleicht das nicht? Und woher weißt du das, Mama? Oh, Eltern sollten sich nicht bei Roblox einmischen, Sophie. Oh, warum haben das Eltern übernommen? Ja, ich gehe nach Hause. Also, das ist ja super peinlich. Okay, also. Tower of Hell haben sie uns kaputt gemacht. Brookhaven haben sie uns kaputt gemacht. Aber Murder Mystery kennen sie nicht. Das können sie gar nicht wissen. Danja, sag bitte nicht zu viel, okay? Sag bitte nicht zu viel. Ich traue dir mittlerweile alles zu, okay? So. So, was bist du? Unschuldig. Aber steht es bei dir auch? Ich bin Sheriff. Was? Warte, stopp. Nein. Warte, stopp. Das steht jetzt nicht wirklich da, oder? Doch. Doch. Murder Mystery wird jetzt beendet. Ich darf nicht mal mehr Murder Mystery spielen? Echt jetzt? Echt jetzt? Können wir einfach mit Roblox aufhören? So, ich habe keine Lust mehr. Ich habe echt keine Lust mehr. Wirklich überhaupt keine Lust mehr. Wie kann man so ein Spiel kaputt machen? Kannst du mir das mal kurz erklären? Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt nicht mehr Murder Mystery spielen dürfen. Was sollen wir denn sonst spielen? Ich weiß, was wir spielen können. Wir können Hausaufgaben spielen. Wir können hier Müll bringen, können wir spielen. Wir können Zimmer aufräumen spielen. Das sind die Spiele, die wir spielen können anscheinend. Da haben wir noch Ruhe. Ich krieg echt zu viel. Ehrlich, ich krieg echt zu viel. Okay, also dann lass uns doch einfach eine Runde Piggy spielen. Das ist ja auch ein bisschen irgendwie wie Murder Mystery. Ja, bitte, bitte. Aber ich habe da schon so meine Vermutung, ganz ehrlich. Dieses Spiel ist leider zu gruselig für dich. Ich habe hier ein besseres Spiel. Was wollen denn unsere Eltern? Ich krieg gleich hier Nervenzusammenbruch, Danja. Ne? In was für einem Spiel sind wir denn jetzt auf einmal? Das ist nicht dein Ernst. Ich wollte... Oh. Ich mag noch nicht mal Einhörner. Was? Was soll das denn? Ist das das einzige... Ist das wirklich das einzige Spiel, was soll das noch denn? Spielen dürfen kann? Oh. Ich will... Naja. Und dass ich das gerade noch spiele, ist viel schlimmer. Danja, ich bin ganz ehrlich zu dir. Also, wenn Eltern Roblox übernehmen, ist das Schlimmste, das was einem passieren keinem. Kann. Das wünsche ich wirklich keinem. Ich glaube, wir müssen die Obi zu Ende spielen und dann dürfen wir vielleicht was anderes machen. Hoffe ich zumindest. Oh, ich freue mich richtig, ey. Wir haben so viel Taschengeld gespart. Wir können heute richtig viele Woodland Eggs kaufen. So. Okay, Was hoffst du, was drin ist? Ich weiß nicht, ich hoffe ein Reh. Ich hoffe, also entweder ein Reh oder ein Falken. Ja, beides wäre cool. Hauptsache Legendary. Mega gut. Ja, okay. Sollen wir auspacken willst oder zuerst, willst du zuerst auf? Nein, mach du zuerst, mach du zuerst. Ich bin zu aufgeregt. Dann packe ich als erstes aus, okay? Boah, ich hoffe was Sagenhaftes. Komm schon. Es ist die Kröte. Ich hoffe, die ist bei mir nicht drin. Okay, ich packe auch das Eck aus. Ich bin dabei. Bitte, sei Legendary. Ist aber auch cool. Ah, der Woodpecker. Aber hast gut, hast du denn noch Taschengeld für ein zweites Woodland Egg? Ja. Yep. Okay. Ich habe so viel Taschengeld gespart, wir können richtig viele Eggs heute kaufen. Ich kann dir auch welche schenken. Hä? Nein. Ist bei dir auch eine Meldung gerade? Ich muss erst 30 Minuten einen Spaziergang machen, dann darf ich erst ein neues Woodland Egg kaufen. Was ist das denn? Ja, da kannst du ja froh sein. Bei mir steht, ich muss die ganze Küche saugen, bevor ich ein neues Woodland Egg kaufen kann. Ernsthaft? Ja, das ist Spaß. Also, ich habe jetzt erstmal keine Lust, spazieren zu gehen. Ich will jetzt auch nicht die Küche saugen. Gleich ist die Zeit auch vorbei. 2 Stunden sind doch gleich um. Können wir zumindest vielleicht ein paar Pets dann tauschen? Ja, wäre ich auch dafür. Wir können dafür auf meine Insel gehen. Okay, dann mach mal, ich teleportiere mich zu dir. Ja. Mann, ey.
Ganz ehrlich, so habe ich auch keine Lust mehr zu spielen. Ganz ehrlich, überhaupt keine Lust mehr. Ich bin auf der Insel, du kannst zu mir kommen. Ja, ich komme, einen Moment. So, okay. So. Nimmst du einmal meine Anfrage an, bitte? Ja. Ich wollte dich eigentlich fragen, hast du eigentlich einen Phönix? Ja, warum? Okay, weil ich habe ein super seltenes Pet, das ist aus einem alten Update und das würde ich dir dafür geben. Zeig mal. Und zwar ist es das hier. Weißt du, wie selten das eigentlich ist? Glaub da nicht. Also wenn da jetzt steht ungewöhnlich, das stimmt nicht. Das ist eigentlich super sagenhaft. Echt? Weil das ist aus einem alten Update. Ja, ja, das ist aus einem alten Update. Also das ist schon richtig gut. Also wenn ich den Phönix dafür bekomme, das ist schon fair. Ja, also wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen. Dann gehe ich mal drückst du auf akzeptieren? Ja. Das stimmt nicht. Ich versuche dich nicht zu scammen, Danja. Das versuche ich wirklich nicht. Warte, stopp. Ich werde gerade aus dem Spiel geschmissen. Ja, danke. Super. Bei mir steht gerade, ich bin für 3 Tage auf Roblox gesperrt, weil ich einen zu schlechten Trade annehmen wollte. Ja, ich für eine Woche. Weißt du was? Wir sehen uns in 2 Wochen am besten, weil dann wieder irgendwas passiert. So habe ich echt keine Lust mehr. So kann man doch nicht Roblox spielen, Mann. Tschüss. So ein Mist. Ja, wir sehen uns in 2 Wochen, Kahn. Ciao.